Hallo und herzlich willkommen zu Cake. Heute gibt's einen super einfachen, aber super leckeren Kuchen. Und zwar gibt's Zitronenkuchen, Lemon Pound Cake. Die Zutaten, bin ich mir sicher, habt ihr schon alle in der Küche stehen. Gehen wir mal rüber zu den Zutaten. Ich verwende 4 Eier, 200 Gramm Zucker, 90 Gramm Pflanzenöl, 4 Esslöffel Milch, 2 Esslöffel Zitronensaft, 240 Gramm Mehl mit 2 Teelöffel Backpulver, 2 Teelöffel Vanilleextrakt, die Schale einer Zitrone und für die Glasur 180 Gramm Puderzucker, ein wenig Zitronensaft und Vanilleextrakt. Ich beginne mit den Eiern. Die schlage ich zuerst mal für ein paar Minuten, gebe hier Zucker rein und verrühre das Ganze gut. Dann kommt hier das Pflanzenöl und Milch rein. Die Schale einer Bio-Zitrone, wir machen einen Zitronenkuchen, darf natürlich nicht fehlen. Und dann natürlich die trockenen Zutaten. Hier sind 240 Gramm Mehl mit 2 Teelöffel Backpulver. Ganz zum Schluss kommt noch ein wenig Aroma rein, das heißt Vanilleextrakt und Zitronensaft kommen hier rein. Und ich bin eigentlich schon fast fertig mit meinem Kuchen. Mein Ofen ist vorgeheizt auf 180 Grad. Für diesen Kuchen verwende ich eine Backkastenform mit einer Bodengröße von ca. 22 x 8 cm. Mein leckerer Zitronenkuchen geht jetzt in den Ofen für ca. 35 bis 45 Minuten. Danach lasse ich ihn komplett abkühlen und beginne mit der Zubereitung der Glasur. Das ist wirklich einfach herzustellen. Ich verwende hier einfach Puderzucker, gebe hier Zitronensaft und ein wenig Vanilleextrakt dazu, bis ich eine Konsistenz habe, die sich leicht auf den Kuchen verteilen lässt. Mein Kuchen ist jetzt komplett abgekühlt auf Raumtemperatur und lässt sich auch einfach aus der Form entfernen. Übrigens hatte ich die Form auch vorher eingefettet mit Pflanzenöl und ein Stück Backpapier unten auf den Boden gelegt, sodass ich den Kuchen auch wirklich einfach entfernen kann. Und zum Rest, glaube ich, gibt es nicht viel zu sagen, außer, davon hätte ich gerne ein Stück. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Über euren Feedback würde ich mich wie immer freuen. Danke fürs Zuschauen und bis bald.